Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zum nächsten Tutorial, diesmal zum Thema Plugins und ja, kleine Zusatzeffekte für Paint.net. Und ja, das ist ja was, was man immer wieder gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn man andere Formate haben will, ich speichere mal das Projekt hier unter. Haben wir zum Beispiel hier JPEG, na gut, JPEG ist immer standardmäßig drin, aber haben wir zum Beispiel ICU, also Icons, COR-Cursor, Animated Cursors oder PCX, PCX. Und dann habe ich zum Beispiel kleine Zusatzeffekte, wie zum Beispiel den Barcode Generator. Geben wir hier einen Text ein und der generiert mir den Barcode hier. Das ist eben sowas, das habt ihr standardgemäß nicht in den Effekten drin. Weiß nicht, dieser Add, Remove, Watermark und so weiter. Verschiedene Dinge, die ich hier so habe, die gibt es eben, und das geht folgendermaßen. Ihr gebt auf Hilfe und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem gibt es auch die Plugins. Klickt ihr dann drauf. Und wird man dann sofort weitergeleitet auf eine coole Liste, die es hier gibt. Es gibt hier auch ein Plugin-Index, das ist das hier. Und da könnt ihr auch übrigens hier was spenden, falls euch danach ist. Es gibt auf jeden Fall auch eine alphabetische Liste an Plugins, zum Beispiel die von 0 bis 9 und A bis E. Haben wir zum Beispiel 3D-Highmap-Generator. Könnte man jetzt runterladen. Ich würde gerne was für euch gucken, und zwar mit Formaten. List of Plugins by Author, also bei Autoren. List of File-Type-Plugins, das ist das, was ihr braucht. Und dann gibt es hier zum Beispiel Animated Image, also GIFs und PNGs. Oder Converter-Plugin, AVI Frame Importer, das ist natürlich auch was, wie man es so will. Dann JPEG XR. Gucken wir mal, ob es irgendwas gibt, was hier, was ich selber auch noch nicht habe. Ja, Paint Shop Profile, das gibt es auch. RAW File zum Beispiel. Ja, das könnte ich mal machen. Dann laden wir uns einfach mal die ZIP hier runter. Das ist das hier. Tun die auf den Desktop und entpacken die. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht gerade, das war noch von eben. Jetzt haben wir hier eine .dll-Datei. Dann geht hier Computer, lokaler Datenträger, Programme und Paint.net in euren Ordner eben. Und ja, da gibt es dann eben einen Ordner, der heißt File-Types oder Effects. Da kommen eben die DLL rein. Übernehme jetzt einfach mal standardgemäß den. Entschuldigung. So, komm mal hier rüber. Und du komm mal hier rüber. So, ich tue die RAW-File, die .dll, jetzt eben in den File-Types-Ordner und setze das fort. Jetzt muss ich Paint.net noch einmal neu starten, sonst klappt das nicht, glaube ich, habe ich so entdeckt. Und jetzt speichere ich das unter. Und jetzt kann ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich es richtig gemacht habe. Moment. Ja, doch, habe ich richtig gemacht. Ich weiß, ich kenne leider nichts über die RAW-Dateien. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht sagen, warum das hier nicht angezeigt wird. Aber das klappt auf jeden Fall bei den anderen Sachen. Also bei ICO und so habt ihr gerade selber gesehen. Also hier habe ich eben jetzt, hier habe ich eben meine Sachen. Entschuldigung, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Also hier die File-Types, habe ich eben das hier. Und das klappt auch wirklich. Also habt ihr ja selber gesehen. Ich weiß gerade selber nicht, warum das nicht klappt. Kann sein, dass es auch nur zum Öffnen. Vielleicht sind diese RAW-Dateien zum. Ja, hier kann man es sehen. Hier sind eben die RAW-Dateien. Das sind eben hier zum Beispiel die .dng oder CR2. Diese Sachen, die kann man eben öffnen. Scheinbar ist das kein Format, was man speichern kann. Müsst ihr dann eben gucken. Vielleicht findet ihr dazu dann auch was. Das ist eben zum Öffnen da. Und so funktioniert das eben mit den Plugins. Also wie gesagt, ihr könnt da mal alles durchsuchen. Und vielleicht liegt da was, was euch wirklich gefällt. Es gibt wirklich schöne Effekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte helfen. Dankeschön.